Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute einen Lifestyle-Haul für euch. Normalerweise habe ich es ja so gemacht, dass ich immer, ja, da ich teilweise nicht mehr so viel Make-up gekauft habe, den Lifestyle-Haul zusammen mit dem Make-up-Haul gefilmt habe. Aber da ich jetzt doch relativ viele Sachen habe und natürlich auch ein bisschen auf die einzelnen Produkte eingehen möchte, dachte ich mir, ja, dass ich das Video einfach splitte. Das heißt, heute seht ihr meinen Lifestyle-Haul und im Laufe der nächsten Wochen bekommt ihr meinen kleineren Make-up-Haul zu Gesicht. Ja, das war einfach die beste Lösung. Ich hatte das Video mal angefilmt und das ging dann doch schon sehr lange. Von daher dachte ich mir, dass ich das alles doch ein bisschen aufdrösele und dass ihr heute eben meine Lifestyle-Sachen, ja, zu sehen bekommt. Das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. Den Knopf dafür findet ihr einmal unter dem Video. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer recht herzlich für euer Einschalten. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß, ja, mit meinem kleinen Lifestyle-Haul. Ich würde sagen, dass wir einmal mit dem Produkt anfangen, welches ich auch gerade am Körper trage. Und zwar ist das mein neuer Ice Nine Kills Hoodie. Da gibt es tatsächlich eine kleine Vorgeschichte zu. Und zwar habe ich diesen Hoodie am 9.09.2023 bestellt und ich habe ihn erst, ja, in der ersten Januarwoche bekommen. Da lief irgendwas mächtig falsch. Ich meine, der Kundenservice, der war super. Der hat sich dann, nachdem ich 3 Monate später mal angefragt habe, auch wirklich schnell um mein Anliegen gekümmert. Ich persönlich habe ja schon gedacht, ich kriege den Pulli nicht mehr. Das war's. Aber nein, in der ersten Januarwoche ist er tatsächlich angekommen, nachdem ich ihn eben, ja, am 9.09. bestellt hatte. Das hier wäre einmal, ich versuche euch den mal so ein kleines bisschen zu zeigen, das heißt einmal kurz die Zottel nach hinten. Das hier wäre einmal der Ice Nine Kills Jack-O-Lantern Halloween Hoodie. Hier oben haben wir einmal das Logo von Ice Nine Kills und hier hätten wir einmal, ich ziehe den mal so ein bisschen hoch, das ist ein sehr unvorteilhafter Winkel. Hier hätten wir aber einmal, ja, den Kürbis, weil es eben, wie gesagt, der Jack-O-Lantern Halloween Hoodie ist. Und was ich auch mal ganz witzig finde, die Ärmel, ihr seht es, sind auch komplett mit irgendwelchen spooky Motiven bedruckt. Er ist ein bisschen matsch, also es ist viel los auf diesem Pulli, aber ich mag ihn tatsächlich ganz gerne. Also hier haben wir auch wieder, die Ärmel sind, glaube ich, gleich bedruckt. Ja, also wir haben hier den gleichen Print auf beiden Ärmeln, dann eben noch die Front. Die Rückseite ist nicht bedruckt, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel gewesen. Aber ja, das ist also mein Hoodie, auf den ich seit Anfang September gewartet habe. Ich muss sagen, ich habe den jetzt direkt bei Ice Nine Kills Merch in den USA bestellt. Der ist qualitativ tatsächlich nicht so gut wie der Hoodie, den ich bei Impericon bestellt habe. Impericon, würde ich sagen, druckt auf Lizenz die Hoodies, also die haben praktisch einen anderen Hoodie-Anbieter, einen Blanko-Hoodie-Anbieter und druckt dann, ja, nach Erlaubnis die Sachen drauf. Und das hier kommt jetzt halt direkt von Ice Nine Kills. War viel teurer, also ich habe wirklich unsagbar viel Geld für diesen Pulli ausgegeben und ist qualitativ leider schlechter als der von Impericon, für welchen ich bestimmt 35 Euro weniger bezahlt habe. Ja. Aber ich ärgere mich nicht. Ich freue mich nämlich, dass ich diesen Hoodie endlich bei mir zu Hause habe, zumal ich gedacht habe, dass ich ihn wirklich niemals wieder sehen werde. Von daher ist es mir eine Lehre. Wahrscheinlich nicht. Ich werde wahrscheinlich nochmal da bestellen. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein erstes Produkt. Da dieser Haul sehr bücherlastig ist, würde ich sagen, fangen wir auch direkt einmal mit dem ersten Buch an. Ihr wisst, ich habe es mir zum Ziel genommen, die meisten Stephen King Bücher, die bisher rausgekommen sind, zu kaufen und zu lesen. Sprich, ich habe mir also ein weiteres Buch von Stephen King geholt und das hier habe ich mir zum einen aufgrund des Klappentextes geholt und zum anderen aber aufgrund der wunderschönen Optik. Das hier ist einmal Revival und ich finde dieses Color Blocking aus dem Blau und dem Orange so schön zusammen mit diesem Zirkuszelt, ja, dass ich mir dieses Buch einfach, ja, auf gut Glück geholt habe. Ich würde sagen, ich lese euch einmal den Klappentext vor, weil man sich da schon immer ein ganz gutes, ja, Bild über das Buch machen kann. Glaube, Unheil, Abkehr, Sucht,
Sucht, Wissbegier, Besessenheit, Tod, Jenseits. Über den kleinen Jamie legt sich ein Schatten, den er sein Leben lang nicht loswerden soll. Er wird immer mehr in die dämonischen Versuche eines vom Glauben abgefallenen Predigers verstrickt. Und dann steht das finale Experiment an. Gut, das war jetzt eine sehr grobe Zusammenfassung, aber es geht im Prinzip darum, dass das Buch Jamie begleitet, der eben in seinen, ich glaube, mit seinen 6 Jahren einen Prediger kennenlernt, der ihn sein ganzes Leben über irgendwie immer über den Weg läuft. Also das Buch geht praktisch so lang, bis Jamie, ich glaube, in den 60ern oder in den Ende 50ern ist. Und ja, wie sich die Wege immer kreuzen und. Es fing ganz gut an, hat dann aber eine Abzweigung genommen, die mir persönlich nicht so gefallen hat. Also das Ende ist tatsächlich ein bisschen abstrus. Stephen King hat auch schon mal gesagt, er kann keine Enden schreiben. Ich hätte mir für das Buch ein anderes Ende gewünscht. Das wurde mir dann doch ein bisschen zu abgespaced. Also ich hätte mir gewünscht, dass das mehr auf so einer dämonischen Seite geblieben wäre. Aber es driftete letzten Endes dann doch irgendwie in was ganz anderes ab. Also es hatte Potenzial, aber ja, hat mich am Ende dann leider ein bisschen verloren, muss ich sagen. Müsst ihr dieses Buch von Stephen King unbedingt lesen? Nein. Also ich denke, ihr verpasst nichts, wenn ihr das hier aussetzen würdet. Es war jetzt nicht grottenschlecht, um Gottes Willen, das auch nicht. Aber ja, ich habe jetzt ja schon einige von ihm gelesen und das hier ist auf jeden Fall nicht mein Favorit. Ich würde sagen, dass wir einmal beim Thema Stephen King bleiben, denn ich habe mir eins seiner aktuelleren, wenn nicht sogar, nee, das aktuellste ist es nicht, aber es ist eines der sehr, sehr, sehr aktuellen Bücher von ihm. Und zwar wäre das einmal Holly. Auch hier wieder ein wunderschönes Cover mit diesem farblichen Kontrast, also gefällt mir unheimlich gut. Und Holly ist tatsächlich ein wiederkehrender Charakter, denn die Rede ist von Holly Gibney, die man schon aus der Bill Hodges Trilogie kennt. Die lese ich lustigerweise gerade, das besteht ja aus... Oh, der erste Teil hieß auf jeden Fall Mr. Mercedes, der zweite heißt Finderlohn und beim dritten bin ich mir gerade nicht sicher, aber in diesen Büchern wird Holly Gibney eingeführt. Es ist ganz lustig, denn die Holly Gibney aus den Büchern mit Bill Hodges ist irgendwie gefühlt eine komplett andere Holly als diese hier. Also die Charakterentwicklung ist schon sehr stark mit der guten Holly und dieses Buch fand ich um Längen besser als Revival. Hier geht es praktisch darum, dass Holly Gibney jetzt als Privatdetektivin ermittelt. Sie hat praktisch die Privatdetektei von ihrem Mentor Bill Hodges übernommen und ermittelt jetzt eben ja, privat auf eigene Faust. Und hier geht es eben um mehrere Vermisstenfälle, wo unter anderem ein älteres Ehepaar mit reingezogen wird und auch hier wieder viele Wendungen. Also es ist spannender als Revival, ein bisschen vorhersehbarer. Also wenn man erstmal den großen Twist gelesen hat, dann ist es ein bisschen vorhersehbar. Aber nichtsdestotrotz ist das ein wirklich gutes Buch, welches ich wirklich, ja, sehr gerne gelesen habe. Bei Revival, ja, brauchte ich ein bisschen, um reinzukommen. Hier haben mich aber gleich die Charaktere fesseln können. Jetzt ist es für mich nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen was anderes, da ich die Charaktere jetzt aus ihrem ersten Roman gerade aktuell nochmal zu lesen bekomme. Also ich habe praktisch mit dem Nachfolger angefangen und fange jetzt mit dem Vorgänger an, mache jetzt mit dem Vorgänger weiter. Aber das ist ein tolles Buch, welches ich euch empfehlen kann, definitiv. Das habe ich wirklich richtig, richtig gern gelesen. Meine liebe Irene vom Kanal Irenes Boxenwelt und mehr hatte mir ja vor einigen Monaten eine Duftlampe von Scentsy geschenkt. Das war die Nightmare Before Christmas Limited Edition Kollektion Duftlampe. Und da ist mir aufgefallen, dass ich kein Duftwachs, also keine Melts, keine Wachsmelts bei mir zu Hause habe. Melts sind ja einfach, ja, Blöcke aus Wachs, die man eben in dieser Duftlampe schmelzen kann. Von daher, ja, habe ich natürlich die Kleinanzeigen nach Duftwachsen geräubert. Und da ich eine Nightmare Before Christmas Lampe geschenkt bekommen habe, musste es natürlich auch ein Nightmare Before Christmas Duft sein. Hier hätte ich einmal die Duftrichtung Roll the Dice.
Ich versuche mal, dass es nicht so spiegelt. Das hier wäre jetzt einmal so ein klassischer Bar, also so eine klassische Tafel, so eine Wachstafel. Die ist einmal in diesem, ja, schleimigen Grün und die duftet wohl nach Zitrusnoten, dunklen Beeren, Balsam und Salbei. Riecht tatsächlich sehr gut. Ihr wisst, ich habe es nicht so mit Zitrone, aber in der Kombination riecht das wirklich gut. Also es ist ein sehr, sehr intensiver Duft, aber tatsächlich kommt hier eher die Balsam- und die ja, fast schon Fichten-Piniennote so ein bisschen raus. Also es ist ein sehr, sehr, sehr intensiver Duft. Sehr schwer, sehr parfümig. Es riecht so ein bisschen wie meine Lieblingskerze Mountain Lodge, nur noch mal 8-mal so stark. Also das ist wirklich ein sehr, 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 sehr dominanter Duft, der mir aber wirklich gut gefällt. Ja, ich habe noch nie mit einer... Nein, das stimmt nicht. Ich hatte von Yankee Candle mal so eine kleine, so einen Stove, den ich bei mir auf dem Tisch stehen hatte. Aber so eine klassische Lampe, die man tatsächlich in die Steckdose steckt, hatte ich bisher tatsächlich noch nicht bei mir zu Hause. Jetzt habe ich aber zumindest schon mal das passende Wachs dafür. Von daher, ja, könnte ich jetzt eigentlich loslegen. Ich hatte euch ja gesagt, dass dieser Lifestyle Haul ein bisschen buchlastiger ist. Und ich möchte den Haul auch gerne mit einem Buch beenden. Ich habe mir nämlich das neueste Kochbuch von Mary Cotter geholt. Mary Cotter dürftet ihr eigentlich schon aus meinen Videos kennen. Sie hat bereits ein Kochbuch draußen. Das habe ich euch schon einmal in einem Haul gezeigt, bin ich der Meinung. Und da habe ich auch schon viele leckere Rezepte draus nachgekocht. Und jetzt kam halt endlich, endlich, endlich ein herbstliches bzw. weihnachtliches Kochbuch raus. Das wäre einmal die schönste Zeit im Jahr, Herbst und Winter. Und das ist ein richtiger Schinken. Also der ist wirklich richtig, richtig groß. Ich meine, ihr seht die Ausmaße des Buches. Das ist richtig hochwertig gemacht. Also hier wird die Gute wirklich viel, viel Geld in die Hand genommen haben. Denn das hier hat eine unwahrscheinliche Qualität. Also das ist wirklich nicht nur wunderschön bedruckt, die Seiten sind hochwertig, matt, glänzend. Das widerspricht sich, ich weiß, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und hier sind lauter, lauter tolle Herbst- und Wintergerichte drin. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einmal das cremige Kürbisrisotto mit Pinienkernen. Also ein wirklich sehr, sehr herbstliches Rezept. Dann habe ich hier Apfel-Karamellschnecken. Also ihr habt hier auch sowohl Hauptgerichte als auch Nachspeisen, als auch Plätzchen, als auch Cookies, Getränke, Cheeseboards. Also ihr habt hier wirklich alles drin. Das ist jetzt wie gesagt einmal der Herbst. Und dann gehen wir hier ins Winter Wonderland. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel Feenküsschen. Also einmal hier diese schönen Plätzchen mit der Baiserhaube. Dann haben wir hier ein Zimtparfait mit Kirschkompott und ihr seht es, das ist wirklich immens hochwertig. Ich hatte schon das ein oder andere, ja wie nenne ich das jetzt, Kochblog-Buch hier bei mir zu Hause von verschiedenen Bloggern bzw. Influencern und ich kann aber wirklich sagen, dass das hier mit Abstand das professionellste und hochwertigste Buch ist, was ich bei mir zu Hause habe. Ich darf mir das eigentlich auch nicht angucken, da ich gerade verdammt viel Hunger habe. Pumpkin Bread, schnelle Krautnudeln. Und wenn ich jetzt all diese schönen, auch Halloween-inspirierten Rezepte sehe, ich kriege einfach nur Hunger. Von daher mache ich das Buch jetzt zu. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, um ehrlich zu sein. Ich hoffe mal. Ansonsten würde ich euch wirklich ans Herz legen, das über die Kleinanzeigen zu suchen, über Medimops oder wo man da noch alles was finden kann. Denn das ist wirklich richtig, richtig schön. So ihr Lieben, wir wären also einmal am Ende meines kleinen Lifestyle-Hauls angekommen. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, dass ich die Hauls gesplittet habe. Mache ich eigentlich ganz ungern mittlerweile, aber für einen gemeinsamen Haul wären es einfach doch wirklich zu viele einzelne Sachen gewesen. Von daher folgt, wie gesagt, in den nächsten Wochen noch der Make-up-Haul. Aber ansonsten habe ich mir
2024 vorgenommen, dass ich wirklich ein bisschen weniger oder bewusster kaufen möchte. Ich habe neulich versucht, eine Aufräumaktion zu starten. Das ging furchtbar in die Hose. Ich habe so gut wie gar nichts ausgemistet. Also ich habe so viele Sachen bei mir zu Hause und ich habe einfach weder den Platz mittlerweile noch irgendwie den... Ja, ich mag es einfach nicht, wenn ich zu viele Sachen bei mir zu Hause habe. Und so langsam aber sicher sind die Schränke doch zum Bersten gefüllt. Von daher habe ich mir jetzt eben 2024 vorgenommen, ein kleines bisschen bewusster zu kaufen. Das heißt natürlich, dass es dann dementsprechend weniger Hauls geben wird. Und gerade was Make-up angeht, werde ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen zurückhalten. Von daher wird es jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich weniger Make-up-Hauls geben. Ist natürlich ein bisschen schade, weil ihr wollt ja auch wissen, was gibt es Neues, was ja, ist aktuell. Aber ja, man muss halt auch mal ein bisschen auf sein Geld achten und vor allem sollte man auch mal die Sachen zu schätzen wissen, die man eben noch bei sich zu Hause hat. So, das war jetzt mein Wort zum Mittwoch und mit den Worten würde ich das Video auch ganz gerne beenden, da wir eben ja am Ende des Videos angekommen sind. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich für euer Einschalten und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne, schöne Restwoche. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao.